Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Lockdown News Nummer 3. Mein Name ist Tim und ich versorge euch heute mit den News und Einschätzungen, die diese Woche wichtig waren. Kommen wir also zu den Lockdown News Nummer 1, Schulen und Schulstreiks. Und zwar ist es so, dass seit 3 Wochen wir uns ja jetzt im Lockdown Light befinden und viele Leute fragen sich, wie kommt es eigentlich, dass die Infektionszahlen immer noch hoch bleiben? Tatsächlich lohnt es sich dort mal bei Schülerinnen und Schülern in den Schulen nachzufragen. Insgesamt waren die Schätzungen, dass 200.000 bis 300.000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne sind. Und dazu muss man sagen, dass die Zahlen vom 11. November, aktuellere Zahlen, sind tatsächlich öffentlich gar nicht zu finden. Und es scheint also so zu sein, dass das zumindest nicht bekannt gemacht werden will. Was aber bekannt ist, ist, dass bei den 14- bis 24-Jährigen die Inzidenzwerte, also die Infektionswerte, am allerhöchsten von allen Bevölkerungsgruppen sind. Ja, was sind die Ursachen für die starken Infektionen an den Schulen? Das hängt vor allem damit zusammen, dass seit Beginn der Pandemie, die wir jetzt seit ungefähr 11 Monaten kennen, sehr viele Sachen verschlafen wurden, nicht durchgeführt wurden, nicht verändert wurden an den Schulen und jetzt Maßnahmen getroffen werden müssen, damit sich das endlich verändern kann. Und zwar ist das Nummer eins, dass an allen Schulen, an den Klassenräumen Luftfilteranlagen installiert, dafür gekauft werden. Das sind mobile Anlagen, die man einfach in die Klassen stellen kann, kosten ca. 3.000 Euro das Stück und innerhalb von einer halben Stunde können bis zu 90% der Aerosole aus der Luft herausgefiltert werden, was einen starken Schutz für die Schülerinnen und Schüler bietet. Punkt 2 sind die Schnelltests, die eingeführt werden müssen an den Schulen. In Rheinland-Pfalz gibt es das schon an einigen Schulbereichen. Das bedeutet Schnelltests, wo man innerhalb von 15 Minuten nachvollziehen kann, ob jemand Corona hat oder nicht. Natürlich sind die nicht so sicher wie bestimmte andere Labortests, aber sie gehen sehr schnell eben und sind extrem kostengünstig. Warum wurden die bisher noch nicht eingeführt? Naja, vor allem, weil die Industrie mit den PCR-Tests viel mehr Geld macht und deshalb über lange Zeit die Produktion dieser Tests hinausgezögert hat. Punkt 3 wären FFP2-Masken für alle. Eigentlich eine sehr einfache Forderung, aber gleichzeitig ist es so, dass auch dort bisher eben quasi Lehrer und Lehrkräfte teilweise mit FFP2-Masken ausgestattet werden, aber Schülerinnen und Schüler diese Masken, nicht nur andere, sondern auch sie selbst schützen, nicht bekommen, sondern eben mit einem Lappen vor dem Mund quasi dort in den Klassen sitzen müssen. Der 4. Punkt ist, um zum Beispiel Hybridunterricht, geteilten Unterricht, Unterricht von zu Hause und so weiter überhaupt umsetzen zu können, braucht es eine digitale Ausstattung für alle Schülerinnen und Schüler, die bei weitem nicht gegeben ist. Gegen die verfehlte Corona-Politik an den Schulen gibt es mittlerweile auch Widerstand aus der Schülerinnenschaft, und zwar zum Beispiel am Berufskolleg in Essen, wo Schülerinnen und Schüler gesagt haben, dass sie in den Streik treten, um ihren Forderungen nachzuverleihen, einen sicheren Unterricht haben zu können. Und das ist auch etwas, wo es in ganz Deutschland verschiedene Solidaritätsbekundungen gab. Man wird sehen, ob sich so eine Schulstreikbewegung noch in anderen Städten zeigen wird. Kommen wir damit zu den Lockdown-News Nummer 2. Und zwar ist das der Autogipfel, der am vergangenen Dienstag stattgefunden hat. Dort hat sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit dem Ministerpräsidenten aus Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, also da, wo große Autokonzerne ihren Hauptsitz haben, mit eben den Vertretern dieser Konzerne getroffen und die IG Metall war auch noch dabei. Dabei wurde insbesondere darüber gesprochen, wie aus verschiedenen Steuergeldern die Konzerne weiter unterstützt und subventioniert werden kann. Herausgekommen sind dabei verschiedene Dinge. Zum einen soll es eine Verlängerung der sogenannten erhöhten Kaufprämie geben auf Elektroautos, und zwar bis 2025, statt wie ursprünglich geplant nur bis 2021. Und zwar soll es dort eine weitere Milliarde geben auf die bereits 2,2 Milliarden, die schon im vergangenen Juni beschlossen wurden. Des Weiteren wurde 2 neue Milliarden beschlossen für ein allgemeines Konjunkturprogramm für die Konzerne, damit sie weitere Investitionen tätigen. Zudem gab es eine weitere Milliarde für eine Abwrackprämie, und zwar nicht für PKWs, sondern für LKWs. Das bedeutet, dass man also quasi, wenn ein LKW verschrottet wird und einen neuen LKW kauft, das kann übrigens in dem Fall auch ein Diesel-LKW, Benziner und so weiter sein, dass dann der Staat Geld zuschießt. Hier wurde 1 Milliarde Euro für verantwortlich. Zudem gibt es noch eine 5. Milliarde, die in sogenannte regionale Transformationsstrategien fließen soll. Kommen wir damit zu Lockdown News Nummer 3, und zwar der Lockdown-Verlängerung. Denn morgen ist wieder Corona-Gipfel, wo sich Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der verschiedenen Länder treffen. Denn von Seiten der Exekutive wird ja seit Monaten
entschieden, wie es weitergeht mit der Pandemiebekämpfung. Dort wird aktuell versucht, die Entscheidungen einvernehmlich zu treffen, aber insgesamt wie immer ohne parlamentarische Beteiligung. Wie kommt eigentlich dieses Gremium zustande, ist so eine interessante Frage. Und zwar ist es so, dass für die meisten Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes die Länder zuständig sind. Und deshalb schließt man sich hier zusammen, um sich gemeinsam abzusprechen. Letztendlich ist es aber ein informales Gremium, was dort zusammenkommt, wo es erstmal jetzt keine rechtlichen Beschluss für gibt, dass es genau so gemacht werden muss. Und zwar haben sich jetzt die Länder untereinander verständigt und scheinen sich immer mehr anzunähern für bestimmte Beschlussvorlage für den kommenden Mittwoch, wo die nächsten Corona-Beschlüsse getroffen werden sollen. Ja, was bisher durchgesickert ist, ist zum einen, dass der Lockdown Light verlängert werden soll, und zwar bis zum 20. Dezember. Zum anderen soll überlegt werden, falls das Infektionsgeschehen nach den Weihnachtsferien sich nicht zu Ende neigt, dass dann die Weihnachtsferien noch verlängert werden sollen bis zum 10. Dezember. Auch wird über eine Ausweitung der Mund-Nasen-Pflicht gesprochen. Wie das aussehen soll, kann ich erstmal noch nicht sagen. Zudem soll es eine Verschärfung von Kontaktbeschränkungen geben. Hier hat zum Beispiel Armin Laschet von der CDU gefordert, dass in Zukunft man nur noch sich mit einem anderen Haushalt treffen darf und dann nur noch 2 Personen da sein dürfen. Vorher waren es 5. Wobei man sagen muss, wenn sich schon 2 Haushalte treffen, dann macht es eben dann auch keinen wirklich großen Unterschied mehr, ob man sich jetzt mit 2 oder 5 Personen trifft. Zudem soll es eine Einschränkung geben, beziehungsweise einige Länder wollen das, dass es auch eine Obergrenze für Versammlungen, Demonstrationen gibt. Das ist natürlich etwas, was höchst problematisch ist, wo es darum geht, Versammlungsfreiheit eben einzuschränken, wo meiner Meinung nach man wirklich bei dieser Stelle ganz klar sagen muss, die Versammlungsfreiheit darf nicht angetastet werden durch das Infektionsgeschehen, denn wir haben die Situation, dass die Versammlungen eben immer noch unter freiem Himmel stattfinden, wo wir Abstand halten können, Maske tragen können, was auch immer man für richtig halten sollte dort und man ganz klar dort halt eine Kritik daran äußern sollte. Ja, wo es weiterhin keine Einschränkung gibt, ist beim Shoppen. Das soll offen bleiben, damit auch das Weihnachtsgeschäft ordentlich brummt. Bei der Wirtschaft bleiben alle Betriebe offen. Es gibt keine neuen Auflagen für die Betriebe und Dingen, die gemacht werden müssen für den Arbeitsschutz, für die Kollegen, zum Beispiel FFP2-Masken, Ausgabepflicht oder irgendwas in der Richtung. Und natürlich auch das Beten wird weiter erlaubt. Gottesdienste sollen nicht eingeschränkt werden. Das war's dann mit diesen Lockdown-News. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin.